Oh mein Gott, nach diesem Moment brauche ich erstmal kurz einen Schluck zu trinken. Okay. Holzstufen. Was steht da? Oder liegt jemand? Lebt der noch? Hm, können Sie uns eh nicht anschauen, leider. Schafft sie das, unser kleiner Clem? Na, ist zu hoch, ne? Oh, nee, wir schafft's. Komm, hoch mit dir, Schätzchen. Ach, unsere Clementine. Wie hieß denn noch der kleine Mann? Der kleine Bengel von Kenny. Krista, are you there? Grab? Nee, ey. Eine Waffe brauchen wir, ey. Toter Streuner. Da ist doch bestimmt eine Waffe. Ein Schild als Waffe, oder? Kann man da nehmen. Nimm's mit. Nimm's mit, Clementine. Nimm das Schild. Oh. Ja. Ein vertrautes Bild in dieser Welt. Wo verschlägt das uns jetzt hin? Was waren das eben für Geräusche? Zumindest kann man gut, naja, ich wollte es gerade sagen, man kann gut weit schauen mit in dem Wald, aber ich nehme es zurück, ey. Das sah eben noch nicht so krass verwinkelt und mit Büschen bewachsen aus. Untersuche Warnschild. Beware of your... Ah ja, ist schon klar. Naja, Wildtiere wäre noch das schlimmste, das geringere Übel. Ach komm schon, Clem, stell dich nicht so an. Die Musik wird ganz komisch wieder. Ich bin ganz empfindlich, was Musik angeht, ey. Ja, ich weiß, Clemmy. Und? Was findet man denn? Was Gutes, was Schlechtes? Ach du Kacke. Wer soll sich denn hier auskennen? What the fuck, ey. Wo sind wir denn hier gelandet? Können wir auch zurückgehen? Wir können auch zurückgehen. Guck mal, wie sie schaut gerade. Ah, eben jetzt nicht mehr. Oh. Oh, was ist das? Ein Tier, ne? Ist doch ein Tier. Hat doch ein Geweih, oder? Ach nee, ein Hund. Ein Hund? Sam! It's okay, boy. It's okay. Oh, wir haben einen Hund. Okay, you don't like that. Got it. Sorry. Sagte Hündchen.
Okay. Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up. Wem gehört er? Ich weiß nicht, ob das so cool ist, da zu folgen. Hallo? Ah, deine Rumschreierei, Clem, das ist, glaube ich, nicht gut. Das solltest du dir mal abgewöhnen. Looks pretty run over. But you never know. You never know. Exactly. Oh. Let's look around for some food. Oh, ist ja cool. Wir haben einen Begleiter. Ach, das ist schön. Das stimmt mich gut. Wieder ein bisschen fröhlich. Gotta check everywhere. Ja. So schaut's aus, Clem. Well, here we go. Ich bin jetzt erschrocken, als der Hund einer der Tonne war, ey. Ach, guck mal, eine Konserve. Oh my god. Thank you. Geiler Scheiß, Mann. Das teile ich mit dir, kleine Hundi. I can. Now I just need something to open it with. Na, finden wir schon. There you go. I'm not gonna hurt you. Oh, geil. Wo ist er denn? Hundi? Hundi, Hundi, Hundi? Find anything yet? Ich glaube, er hat noch nichts gefunden, Clem. Jetzt haben wir ja im Van-Glück, im VW-Bus. Wohnwagen steht dort, lol. Wohnwagen. Looks like it's been here for a while. Ja, aber you never know. Ach was. Wieder mal eine Familie. Looks like they were a happy family once. Da fällt mir ein, wo ist denn das Bild von Lee? Oh nein, und das Bild von Lee verloren, oder als wir im Fluss in den Fluss gefallen sind. Scheiße. Oh, nicht so cool. Spielzeug vom Kind. Nothing edible. Nee, nicht so wirklich. Soll das irgendeine Anspielung sein? Easter Egg oder was? Diese Puppe? Dann habe ich es nicht verstanden. Fällt mir bestimmt noch im Laufe der Episode ein, wie der kleine Junge hieß. Das sorry euch. No food here either. Ja, dann müssen wir wohl da hinten schauen, ne? Hier haben wir ja schon. Was denn? Was ist denn los, Junge? Hey, Boy, what's the matter? Shh, we have to be quiet. Bin ich auch dafür. Was ist denn los? Ach du Scheiße. Ach, der hat natürlich ein Messer, okay. Ne? He's dead. Na, sag look, das nicht, Clem. See the bite. Looks like he tried to cut it out, but that never works. Ever. It's okay. We're smart. He's not. Genau. We're smarter than all of them. Oh ja, Clem, da sagst du was. Hey, it's okay, boy. Shh. He can't hurt us. Think he had himself tied up? Or did someone force him to do this? Oh, oh. That looks like it hurt. I bet we could open the can with that, though. Das glaube ich auch, Schätzchen. Oh, bitte lass es funktionieren. Bitte, 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 bitte. Okay, wir brauchen irgendwas zur Ablenkung. Oder einen Stock oder sowas. Ach, guck mal.
Stand back, okay? Okay. Dann zertrümmern wir mal die Scheiße. Der hat's noch nicht, oder? Na komm schon, Clem. Wir wissen, wie das geht. Halt drauf! Das war's noch nicht. Komm schon, Clem, einmal noch. Das reicht immer noch nicht. Ah, jetzt aber, oder? Yeah. See, we just have to stay out of their reach. Aber das Messer ist doch verseucht, oder nicht? Ist der sicher tot? Poor guy. Okay. I like to think that if they were alive, they'd probably want to help you. Nothing. Oh, schade. Na, dann nehmen wir das Messer zumindest. Das wird bestimmt reichen. Still pretty sure. Boah. Okay. Sauber wie geleckt, ey. Was denn? Please don't be bad. Oh, das wäre übel, ja. Aber nur noch mal auf, um auf das Thema zurückzukommen hier, weil das Messer jetzt sauber ist, in Anführungsstrichen, ne? Und der Virus ist ja trotzdem noch irgendwie dran, ne? Oder diese, was halt da ist. Aber nach The Walking Dead Logik, zumindest das, was ich weiß ja nicht, ob das im Comic auch so ist, ich weiß es ja nur von der Serie, ist es ja so, den Virus haben wir alle in uns. Demzufolge, wenn wir normal auch auf natürliche Weise sterben, kommen wir trotzdem als Untote zurück. Das heißt, kann es nicht so schlimm sein, verseuchtes Zeug zu essen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß nicht so recht. Was ist das überhaupt? Bohnen oder was? Thank God. Na klar, musst du ihm was geben, Füße. I guess you're pretty hungry too. Here you go. Na klar, Mann. Hey, you don't need it all. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was ist das für ein scheiß Köter? Willst du mich verarschen oder was? So viel zu dem Thema. Wir haben den Begleiter. Ach, dieser blöde Köter, ey.
Wir hätten so gute Freunde werden können. Oh nein, wenn es jetzt jemand finden sollte, überleben, denn der glaubt uns doch nie, dass das ein normaler Biss ist, oder? Nie und nimmer. Dieser blöde Scheißköter, ey. Wir wollten mit ihm teilen, ey. Ach, so ein Dreck. Wie ist das, wenn wir den jetzt nicht gefüttert hätten? Hätte der uns dann nicht angefallen? Weiß es nicht, ey. You never know. Was denn? Das ist ein Traum. Das ist ein Traum, oder? Komm schon, Clem. Wie renne ich denn? Wie wegrennen? Wie denn rennen? LOL! Nein, Mann! Wow! Hinter dir! Sind das die Bösen, die Penner von vorhin? Let's go. Come on, kid. We gotta get. Sind das... Ich kann mich nicht mehr an die Gesichter erinnern. Sind das jetzt die Bösen von vorhin, oder? Ja, dann hätten die uns nicht gerettet, oder? Das sind bestimmt andere. I think we're safe. Yeah, we're good. Hey, you all right? I think so. Na, lass dich ruhig ein bisschen tragen, Clem. Das ist schon richtig so. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. I'm not sure how the group's gonna feel about another mouth to feed. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is low. That is low. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Well, I'm Luke, and this is Pete. Hey there. Hi, I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. Now for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! What is it? She's been bit, man. Fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. I can't remember the last time I saw you. Ja, schau's dir doch an. No, just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Es war ein Hundebiss. Guckt's euch doch an, ihr Spacken. Ich bin doch noch nicht mal verwandelt. Warum soll ich dich denn anspringen? All right.
So ein Quatsch. Let's see. Whoa, 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 hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. Ach komm schon, hard to say. Where did this dog go? The one that did this. What does that matter, Pete? Seriously. I want to know how believable her story is. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Sehr witzig, du Spinner. Clementine? Yes? You telling us the truth? You look me in the eyes when you answer. What do you think? Na, genau. All right, Clementine. That's good enough for me. What? Hey, that's not even an answer. She doesn't like someone calling her a liar. I wouldn't like it either. I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you never beat me at poker. You don't always beat me at... All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Der gefällt mir jetzt schon, der alte Mann. Sorry, sir. Oder ältere Mann, sag ich mal vorsichtig. Come on. Ach, guck mal, die haben ein richtiges Hüttchen da. Das ist ja hammer nice. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Ah, shit! Sieht aus, als würde uns doch rumtragen. She already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I need a dog. The fuck, eh? Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! What the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor. And then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Okay, go ahead, he's a doctor. Das ist einer von den Typen gewesen, oder? Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern an die Gesichter, scheiße, ey. Ew, that must have hurt. Oh, das tut mir, ich muss gerade ein bisschen vom Monitor weg, weil mir selber weh getan hat. Got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You're spinning. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know it worked? Just let Carp. Hopp, komm schon. Mitgefühl. Come on. She weighs about as much as a sack of flour. We could take her if it comes to that. Who's she? Sarah. What I say, stay inside. Noch ein Mädchen. Guck mal. Oh. Potenzielle Freundin.
Mein Arm kriegt ihr nicht. Just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? Ja, ich hoffe, dass meine Freundin noch da draußen ist. To find my friend Krista. Forget it. You won't get 5 feet. Look, I don't know what the hell took a bite out of her, but still, she's just a kid. Worst case, she turns, and we can deal with it. So, what do you think? Ihr nehmt mir nicht meinen Arm. A bite like that could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Alvin, please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... Ganz klasse, ey. Ganz klasse. I'm sorry. Dann könnte ich verblutet sein. The best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Oh, ich glaube, die Mutter hat sich in einen Zombie verwandelt, oder? So wie das gerade geklungen hat. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shit. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Aber nur verbinden, ey. Was ist denn daran jetzt so schwer, ihr Spacken? Ey, ist unglaublich. Wie soll ich denn mit einer so fetten Verletzung so lange überleben? Die Kleine verblutet über Nacht.